drei Sachen, die ich über Medizinstudium gehasst habe. Platz Nummer 3, das Essen. Ey, ehrlicherweise, ich liebe es einfach zu essen und in der Mensa, damals in Mannheim, gab es einfach nur Rattenfutter. Absolut widerlich. Platz Nummer 2, die Auswendiglernerei. Man denkt vielleicht, dass Ärzte schlau sein müssen, das stimmt aber gar nicht. Ärzte müssen nur fleißig sein. Das heißt, das Medizinstudium ist so aufgebaut, dass du nur auswendig lernen musst. Es ist nicht so wie in Mathe, dass du Sachen kombinieren musst und dann anwenden, sondern du musst nur auswendig lernen und das hat mich ultra angekotzt. Und Platz Nummer 1 von Dingen, die ich in meinem Medizinstudium gehasst habe, die Arroganz der Medizinstudenten, der Ärzte und so weiter, das kotzt einen ultra an. Die Hierarchie im Krankenhaus, weißt du, wenn du als junger Bub einfach hinkommst und nur was lernen willst und lieb bist und niemandem was wehtust, dann wirst du manchmal sehr, sehr schlecht behandelt. Liegt vielleicht auch daran, dass andere Medizinstudenten auch andere schlecht behandeln, ja? Das ist die andere Gegenseite. Aber manchmal ist es dann doch ein bisschen schade, wenn Leute denken, dass sie besser sind als andere. Das hat mir am wenigsten gefallen in meinem Medizinstudium.